Oh yeah, Elektroschrott. Das mit den Geburtstagsgeschenken, die ich im letzten Video erwähnt habe, hat geklappt. Proxon Bohrständer MB200 und ein Proxon FBS 240E heißt das Ding, glaube ich. Beides von meinen Schwiegereltern. Vielen Dank dafür. Das kann ich jetzt benutzen, um das Fatlight zu bohren. Ja. Weil man mir gesagt hat, dass ziemlich ekeliger Staub dabei rüberkommt, habe ich mir mal sicherheitshalber so ein Ding hier bereitgelegt und werde das auch benutzen. Schauen wir mal, wie intelligent oder auch nicht ich damit aussehe. Man kann sich für alles auf der Welt so doof anstellen. So. Wow, da beschlägt die Brille gut. Ich werde es mal ausprobieren, wenn es mich gar zu sehr nervt, werde ich wohl auf das Teil verzichten, Arbeitssicherheit hin oder her, scheiß was drauf. Ja, ich werde jetzt erstmal hier das Ding bohren. Da dürft ihr mir ziemlich genau dabei zuschauen, kurz. Ich werde nicht alles davon filmen, keine Angst, müsst ihr euch nicht antun. Und wenn ich damit durch bin, dann wird bestückt. Nein, erst E-Test, dann bestücken. Der Gerät ist hier schon mal eingespannt, so dass das einigermaßen passt hier. Das Brett habe ich drunter getan, weil ja, es ist eigentlich immer ganz angenehm, wenn man unten drunter was hat und nicht einfach nur ein Loch, dann pflanzen die Sachen, die man bohrt, nicht so aus. Das bietet sich eigentlich immer an. Na, jetzt geht's aber wirklich los. So, ich verwende hier Bohrer aus der Kategorie bei Amazon gekauft, waren sehr, sehr billig, sind potenziell totaler Vollmüll. Aber so billig, dass man trotzdem nicht sehr viel dabei falsch machen kann. Jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das so beleuchte, dass ihr hier vernünftig was seht. Und meine ganzen Kabel sind ein bisschen kurz dafür, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Na, so ist doch prima, oder? Ja, ich habe jetzt mal den Bohrer auf 16.000 Umdrehungen eingestellt. Ich denke mal, für FR2 Platinen sollte das reichen. Und ich fange mit meinen 1 mm Löchern an. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mal denke, dass die am einfachsten zu bohren sein werden. Ne? Und dann danach kümmere ich mich dann um die 0,8er Löcher. Und dann schauen wir mal. Hoppala. Heißer Tipp für diesen Bohrständer, es ist echt geiler, wenn man den Bohrer einspannt, statt ihn nur reinzustellen. Ja. Zweiter Anlauf. Wie machen wir das jetzt am besten mit dem Licht? Also mein erstes Loch habe ich jetzt hier, ja, ihr werdet es jetzt nicht vernünftig erkennen können, kann ich auch nicht ändern. Doch, halt. Billige chinesische LED-Taschenlampe macht das benötigte Licht. Ja. Genau hier ist das fragliche Loch. Und das sieht wirklich super aus. Der Restring ist noch da, das werde ich noch löten können. Klasse. Also, ich habe jetzt mal hier den Chipsockel fertig gebohrt. Mal gucken, ob ich das hier geeignet beleuchtet kriege. Hm. Naja, nicht wirklich. Sieht super aus. Ich muss echt eine Lanze für diese billigen Bohrer von Amazon brechen. Ich werde die Bohrer auch verlinken in der Beschreibung des Videos. Mit denen lässt sich das prima bohren. Hervorragend. Ich bin echt total begeistert. Kann ich empfehlen, würde ich jederzeit selber wieder kaufen. Geile Teile. Top. Hm.
Okay. Was die großen Sachen angeht, war es das schon. Jetzt muss ich nur noch die großen Löcher, hier die 3,2 mm Löcher für die Abstandshalter machen. Dann ist alles gut. 3,2 mm ist im Vergleich zu dem, was ich bisher hier gemacht habe, ein riesiger Klotz. Ja, das ist ein unglaublich fetter Bohrer, ja. Aber irgendwie muss man ja die Löcher bohren, wo die M3-Schrauben reingehen. Das ist übrigens noch so eine Sache, wo ich total begeistert von bin. Also diese Proxon-Bohrständer und auch die Maschine dazu. Super geile Sache. Da bin ich meinen Schwiegereltern für das Geschenk echt dankbar. Das wird Probleme geben. Die Löcher sind deutlich größer, als ich gedacht hätte, dass sie werden. Und zumindest an einer Stelle beißt sich definitiv eine Staube mit meinem Bluetooth-Modul. Da muss ich wahrscheinlich designtechnisch nochmal bei für die nächste Revision. Fürs Erste soll es aber reichen. Board ist komplett gebohrt. Alle Löcher sind da. Heißer Tipp, um zu checken, ob man alle Löcher gebohrt hat, wenn man das Board von der Rückseite, also nicht von der Kupferseite aus anschaut, dann kann man ganz leicht sehen, ob überall, wo ein kleiner Ring ist, auch ein Loch ist, und das ist in meinem Fall der Fall. Das heißt, ich kann es jetzt reinigen und dann geht es ans Bestücken. Vorher mache ich hier aber sauber. Ja, die Platine ist mit Isotroper 0 gereinigt, fertig gebohrt. Was man gerade nicht gesehen hat, habe ich off Camera gemacht. Das ist, ich musste hier so ein paar Bohrungen wirklich zu Schlitzen weitermachen, weil diese Stromanschlüsse, die ich hier verwende, haben leider keine Pins, sondern diese blöden Lötfahnen. Das ist echt ärgerlich. Also falls irgendjemand solche Buchsenstecker hier mit 2,1 mm Innenloch und vernünftigen Pins kennen sollte, statt dieser Dreckslötfahnen, ja, sagt mir Bescheid, sowas würde ich gerne kaufen. Jetzt kommt jedenfalls der E-Test. E-Test will an der Stelle so viel heißen wie gucken, ob es auch keine Kurzschlüsse gibt, beziehungsweise ob da, wo eine Verbindung sein soll, auch eine da sein soll. Und das macht man am einfachsten mit dem Durchgangsprüfer. Da gehe ich zum Beispiel hier auf die Groundplane und hier auf die Groundplane. Passt. Da ist Verbindung, die soll da auch sein. So, und dann schaue ich mal hier auf der Plus-Rail und auf Ground. Keine Verbindung, das ist gut so. Verbindung für die MOSFETs. Schön, haben wir. Plus, haben wir. Macht schlauerweise immer so ein paar Tests, wo es passen soll, und ein paar Tests, wo es nicht piepen soll, damit man also auch sieht, ob man irgendwo einen kurzen gebaut hat. Zum Beispiel hier, da ist eine Leiterbahn sehr eng zusammen, da hätte ich jetzt das Risiko gesehen, dass es piept, wo es nicht piepen soll, aber das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Jo. Also da ist eigentlich ziemlich eindeutig, alles, was irgendwie eine Verbindung haben soll, hat eine. Was keine Verbindung haben soll, hat keine. Ich sehe auch keine sichtbaren Schäden auf der Platine. Insofern denke ich, ich kann tatsächlich hier zur Bestückung starten. Geile Sache. Ich habe mir nochmal einen schönen großen Ausdruck davon gemacht. Ja, mal schauen, ob hier noch ein bisschen weitwinkliger geht. Ja, sieht man es besser. Ich habe mir nochmal einen schönen großen Ausdruck gemacht, wo auch die ganzen Werte draufstehen, damit ich gar keinen Mist baue. Und als nächstes werde ich mir jetzt mal alle Teile zusammensuchen, die ich brauche, und mir die schon mal hier in so einem Schälchen oder so hinlegen. Und wenn die Mise en Place fertig ist, dann kann es losgehen. Ja, beim Löten und beim Fluchen hat er mich schon oft genug gesehen, deswegen gibt es nur noch mal einen kurzen Überblick über die Mise en Place. Die eigentliche Löterei, die mache ich gleich, ohne dass ihr hier zuguckt. Und wisst ihr warum? Weil ich ein bisschen Musik dabei hören will, und das ist immer nicht so gut wegen Rechten. Nach dem Zusammenbau der ersten selbstgeätzten Platine sieht der Arbeitsplatz angemessen schlachtfeldig aus. Ich habe bisher die Platine, so wie sie ist, sieht jetzt übrigens so aus von hinten, sehr hübsch, wie ich finde, sehr gelungen. Habe es jetzt mal bestückt, das Bluetooth-Modul ist noch nicht drin. Ich habe es jetzt mal mit dem Multimeter soweit durchgemessen. Ich habe vorhin schon, bevor ich den Chip reingesteckt habe, mal geguckt, ob 5 Volt an den richtigen Stellen ist und Masse und der ganze Kram. Angemacht habe ich es aber noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es mir gleich um die Ohren fliegt. Das wäre sehr ärgerlich. Aber schauen wir einfach mal. Falls alles gut geht, sollte, wenn ich das Teil hier reinpacke, der Strip, ich glaube, ich hatte ihn zuletzt irgendwie so blassblau oder so, irgendwie in so einer blassblauen, etwas kränklichen Farbe leuchten. Wenn es nicht gut geht, werdet ihr wahrscheinlich hier ein Rauchwölkchen sehen. Drückt mir die Daumen. Yes!
funktioniert. Wie geil ist das denn? Next Stage. Jetzt wird ausprobiert, ob das Bluetooth-Modul auch funktioniert. Bei dem Bluetooth-Modul habe ich übrigens was etwas anders gemacht, als es bei den Produktions-Fatlights sein wird, nämlich das ist hier gesockelt. Also ich würde das normalerweise tatsächlich direkt auf die Platine löten. Hintergrund ist die Platine, hier wird meine Testplatine. Ich habe noch andere Bluetooth-Module gekauft. Für die habe ich das Layout extra so gemacht, dass man die anderen Module nehmen und genau andersrum reinstecken kann und die sollten dann funktionieren. Wie gesagt, bei späteren Platinen werde ich die Module jeweils einfach reinlöten. Bei diesem hier habe ich es gesockelt, damit ich testen kann. Ja, jetzt kriegt er hier mal den Splitscreen des kleinen Mannes. Man sieht ja den Strip hier noch auf dem Bild und oben mein Terminal. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit der Bluetooth-Verbindung klappt. Sieht gut aus. Er hat auf jeden Fall schon mal verbunden. Ja, sehr gut. Ich klicke Connect. Er zeigt mir den Status an. Und wenn ich jetzt sowas mache wie setff0000, dann passiert nicht viel, weil er im falschen Modus ist. Also muss ich machen Mode 1. Jetzt fadet er ganz langsam nach Rot. Dann machen wir das Delay kürzer. Delay 10, set. Ja, wunderbar. Klappt alles hervorragend. Also, das Fatlight funktioniert. Ich habe also meine erste selbstgebaute Platine tatsächlich vernünftig zum Laufen gebracht. Sieht prima aus, rein elektronisch gesehen. Funktioniert perfekt. Was will ich mehr? Ich bin stolz wie Bulle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und jetzt muss ich mir ein neues Projekt suchen. Macht's gut, Leute. Tschüssing.